Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Quarry und ja, beim letzten Mal sind wir stehen geblieben. Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Die sind manchmal unausstehlich, was? Ja. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Nur im Vorbeigehen. Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. Schattenlichtung oder Felspfad? Ich würde sagen Schattenlichtung, oder? Also hier lang. Oh mein Gott, alles okay? Alles okay. Komm, ich helfe dir. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, Feuerholz sammeln, oder? Ist der irgendwie gestanden? Ja, sammle Feuerholz. Okay. Also, es gibt einen Witz über Künstler. Er ist aber blöd. Ach ja? Ja. Willst du den hören? Klar. Okay. Also gut. Warum hatte der schnellste Maler der Welt nie eine Freundin? Weiß nicht. Bei ihm war der Schwung so schnell zu Ende. Voll dumm. Sorry, Jacob hat ihn erzählt. Geht es da nicht um Golfer? Wegen dem Schwung und so? Ja, sorry. Keine Ahnung. Jacob hat ihn sicher von seinen Campern. Das kann durchaus sein. Die Kids denken so schmutzig. Wow, nur ein Vogel. Nur ein Vogel. Oh, tut mir echt leid. Ich bin nur ein wenig... Ich bin nur ein wenig nervös. Hey, mach dir keinen Kopf. Es ist nur der Wald, der dir einen Streich spielt. Ich war früher oft mit meinem Dad campen und man glaubt, krasse Dinge zu sehen und zu hören, aber dann merkst du, sheesh, es ist nur die Natur. Hast du sheesh gesagt? Nein, das ist nur der Wald, der dir einen Streich spielt. Ich war noch nie campen. Ist echt cool, wenn man sich öffnet und drauf einlässt. Campen ist also nur was für offene Menschen? Nein, ich meinte nur, dass man auf viele Dinge verzichten muss. Wie Gemütlichkeit? Man muss es selbst ausprobieren. Du kannst mal mitkommen. Wenn du willst. Vielleicht? Lass uns erst heute Nacht überstehen. Ja. Okay, warte, ich denke, wir müssen dort weiter, aber ich würde mich ganz gerne noch ein bisschen umschauen hier. Aber warte mal, ist das eine Truhe oder so? Sieht aus wie eine Ranger-Box. Oh. Eine Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Nackte Ranger? Sieht fast so aus. Okay. Gehen wir mal hier einfach weiter. Vielleicht ist da auch noch irgendwas. Warte mal, hier ist was. Okay, irgendwie kann ich das nicht so richtig. Hier.
Ja, wie kann ich da gar nichts machen? Ah, jetzt. Wohin führt uns dieser Bach überhaupt? Zum See. Ja, klar. Dumm. Okay, ich denke mal, wir haben hier eigentlich alles, oder? Ich denke mal, wir könnten wieder zurückgehen, obwohl... Warte, wenn wir jetzt hier gehen, dann kommen wir wahrscheinlich, glaube ich, auch wieder zurück. Ah, warte mal, da ist doch irgendwas. Glaube ich. Sieht zumindest irgendwie so aus. Oder? Ist irgendwas? Achso, doch nicht. Ich habe gedacht, da leuchtet irgendwas. Warte mal hier. Okay, da kann ich auch nichts machen. Dieser Box, da waren wir schon. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal dort nach hinten. Der Weg muss ganz in der Nähe sein. Ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Der Ausblick ist... Wow, Abby, das ist echt gut. Nein, nein, das ist nichts. Nein, glaub mir, ich mein's wirklich ernst. Das sind nur grobe Skizzen, aber sie helfen mir, mich später besser an alles zu erinnern. Wirklich cool, wie gut du dich selbst kennst. Ja. Gut möglich. Ich meine, nicht jeder weiß, wo seine Stärken liegen, verstehst du? Du hast ganz sicher viele Stärken, Nick. Ich mein, kann sein, ich weiß... nur nicht welche. Du findest das raus. Hey, hörst du das? Hm? Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal. Da ist irgendwas. So winzig. Oh mein Gott, er ist so süß. Sachte. Sachte. Okay, Luft anhalten. Du bist in Gefahr. Eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Atme nicht. Du musst die Luft anhalten, damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Denn Kadaver sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird.
Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um dein Leben. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest oder wegläufst, erkennt die Bestie dich als verlockende Beute. Das kann tragisch enden. Okay, Luft anhalten. Okay, wann soll ich wegrennen? Jetzt? Okay, es hat gepasst. Gott. Das war knapp. Das Vieh hätte mich beinahe zerfetzt. Tut mir leid, tut mir leid. Oh, kleines Wildschweinchen. Zumindest hat sie ihrem Schweinemann was zu erzählen. Woher weißt du, dass es die Mutter war? Ich konnte alles sehen. Sie wollte mir an die Wäsche. Oh, deine süße kleine Freundin. So klein war sie gar nicht. There's no escape. So, so. I'll grab my. Wir sollten zurückgehen. Jetzt habe ich das Handy wieder und kann nichts damit anfangen. Okay, umschauen. Okay, warte, ich könnte ein Foto machen. Vielleicht so einfach. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Wow, halt, bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, was geht hier so? Ist alles ready? In dem Baumhaus am anderen Ufer war ein Licht. Das war ziemlich spooky. War wohl deine Freundin, Ryan. Die Hexe von Hackett's Quarry. Du solltest doch nie wieder Hexe von Hackett's Quarry sagen. Was stört dich denn an Hexe von Hackett's Quarry? Geht's denn? Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotion, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay, denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das war Absicht. Abby, Nick, gutes Timing. Wir haben Holz. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Wache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt.
Oh mein Gott, nicht etwa die Haxe von Hackers Quarry? Was? Ich dachte, du hast den Spruch. Für Jokes muss man Opfer bringen. So ist's brav. Oh, ich würde euch so gern zu kleinen Püppchen schrumpfen, in meine Tasche stopfen und mit euch spielen, wenn ich schlechte Laune hab. Okay. Wow. Speziallieferung. Wow, wow, wow. Was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, hey, gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Ich lass euch Deppen sicher nicht mit einer Knarre allein. Ja, komm schon, da, der Schießstand ist ganz in der Nähe, okay? Das wird ein Spaß. Okay, also, du und ich. Und ein Wettschießen. Erster Preis? Peanut Butter Butter Pops. Ganze Ladung. Alter. Dann sind sie dir wohl nicht so wichtig, hä? Wirst schon sehen. Jawohl! Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber, falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Kommt nicht vor. Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, wenn okay, du Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt, alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Okay, liegt's an mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke, bye, bye. Und, wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Schön. Und deine Zeit zu zweit mit Emma? Oh, Alter, unglaublich. Sie ist total verknallt in mich. Ach ja? Ja. Fehlt nur noch eine Lösung für das Fernbeziehungsding. Ist es das, was sie will? Woher soll ich das wissen? Ich meine, du könntest fragen. Fragen? Das ist witzig. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vorm Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Ah, ah, du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lass den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. 2 Dinge. Denkt an die Streuung, denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Okay, warte, hier ist ein Tutorial-Kampf.
Ich muss dir leider sagen, dass du dich während deines Aufenthalts in Hackett's Quarry möglicherweise verteidigen musst, wenn nötig mit tödlicher Gewalt. Ziele in einer solchen Kampfsituation mit deiner Waffe und das Licht zeigt dir, wohin du schießt. Achtung, wenn du in unmittelbarer Nähe deines Ziels bist, verursachst du mehr Schaden. Bei größerer Entfernung nimmt die Streuung zu und Verletzungen sind weniger gravierend. Manchmal ist Waffengewalt zwar eine Möglichkeit, aber vergiss nicht, dass es auch Alternativen gibt. Denk daran, dass Waffen nicht ungefährlich sind. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Ja, okay, ich hoffe, ich bekomme das Stick beim ersten Mal hier hin. Okay, warte, aufs linke hat sie doch gesagt, sollen wir schießen. Ach, sehr scheiße. Gut, Nick. Ein Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie. Aber warte mal, das war ein Treffer. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Okay, warte, wo soll ich drauf schießen? Auf die Flasche hier oder was? Schöner Schuss. Warte, dann da drauf. Okay, war wieder ein Treffer. Dann hier drauf. Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Zeig, was du kannst. Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performanceängste. Okay, okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr, okay. Wow, Alter, ich pass doch mal auf die Bannerbüchse. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey! Okay, disqualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein! Was ist, Jakey? Huh? Huh? Pop, pop, peanut butter, butter, pop. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Bam, ihr dachtet, das wär's. Was zum... Wow. Pop, pop, peanut butter, butter, pops. Aber gut, natürlich will ich jetzt mal sagen, das war's jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe, es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.